nicht noch ständig den Impuls verspüren müssen, dass man immer alles noch besser machen muss. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Was ich eben erwähnt habe, ist eine weitere Frage im Rahmen dieser Videoserie hier. Und das ist etwas, ja, da finde ich mich perfekt wieder in meinem früheren Leben, sag ich mal. Ich wollte auch immer alles perfekt machen, habe viele Dinge erst gar nicht angefangen. Aus vielen Dingen ist von daher erst gar nichts geworden und war entsprechend auch unzufrieden mit mir selbst, weil mir das ja einfach Energie geraubt hat. Und dann habe ich irgendwann, ja, dürfte inzwischen doch schon so gute 10 Jahre her sein, angefangen mir zu sagen, lieber perfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und damit bin ich einfach auch in die Gänge gekommen, um es mal so auszudrücken. Und damit bin ich einfach auch mal hingegangen und habe angenommen, das was ist, also diesen Status quo, da wo ich jetzt stehe, angenommen, habe die Aufmerksamkeit auch schon mal auf die wunderbaren Dinge gerichtet, die schon gut in meinem Leben gelaufen sind. Das ist so der erste Hinweis auch für dich. Hör mal auf, die Aufmerksamkeit auf die Dinge in deinem Leben zu richten, die nicht gut gelaufen sind oder die vielleicht auch derzeit nicht laufen. Such dir mal bitte, und wenn du magst, kannst du das jeden Tag auf ein Neues machen, 3 Dinge in deinem Leben, die aktuell ganz gut sind oder vielleicht auch sehr gut sind oder die eben auch in deinem Leben bislang schon richtig gut gelaufen sind. Weil wenn du darauf die Aufmerksamkeit richtest, bringt dir das Energie und raubt dir keine Energie. Und diese Energie, die kannst du dann nämlich auch wunderbar einsetzen, um dir auch diesen Satz anzueignen, lieber perfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen, und mit der Energie dann wirklich eben auch Dinge anpacken in deinem Leben. Ich möchte dich dazu einladen, dir mal bewusst zu machen, dass in dir alles drin ist, was du brauchst, um dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Es ist alles in dir verborgen. Du brauchst nur einen Schritt in eine andere Richtung zu gehen und einfach mal anfangen und dir bewusst machen, dass du zu jedem Zeitpunkt mit den Dingen, mit denen du jetzt anfängst, neue Projekte starten, was Neues lernen oder was auch immer, dass du zu jedem Zeitpunkt immer dein Bestes gibst, nämlich zu dem Zeitpunkt deiner jetzigen Entwicklung entsprechend. Also zu jedem Zeitpunkt bist du die perfekte Persönlichkeit und kannst zu jedem Zeitpunkt perfekt anfangen zu starten, auf dich auf den Weg deines Herzens zu begeben und einfach das zu tun, was dir am Herzen liegt. Und wenn der Denker, der Kopf sich dann, der Verstand sich dann oder der Zweifler sich einschaltet und sagt, das hast du doch nicht gut genug gemacht und das könnte doch noch besser sein, dann halte einfach mal inne und sag diesem Zweifler, diesem Denker, diesem Gedankenkabarett gleich Stopp. Ich öffne mich dafür nicht. Ich habe jetzt in diesem Bereich mein Bestes getan und werde weiterhin mein Bestes geben. Ich werde mich weiterentwickeln und werde jeden Tag immer besser und besser werden in den Bereichen, die mir wirklich am Herzen liegen und in den Bereichen, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und dann wirst du auch nach einer Weile merken, dass dieser Zweifler, dieser Denker, dieser Schwätzer oder dieser Dummschwätzer, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, auch immer ruhiger wird und dass du den auch irgendwann, ja, ganz auf deiner Seite hast oder zumindest ihn viel öfter, schneller bemerkst, dass er dich nicht innehalten kann und dich davon abhalten kann, Dinge anzupacken. Und nochmal zum Schluss, starte jetzt lieber unperfekt, als dass du perfekt erst gar nicht anfängst, und mach dir nichtsdestotrotz bewusst, dass du so wie du bist, absolut perfekt bist und immer dein Bestes gibst. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, danke für dein Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Irmgard.